Tipp der Woche für heute: Mach es dir einfacher. Das wird ein sehr kurzes Video, glaube ich. Weil, ja, ich gehe irgendwie davon aus, dass du intelligent bist und dass du Zusammenhänge selbstständig erkennen kannst und dass du nicht zum ersten Mal hörst, Einfachheit ist toll oder dass irgendwo schon mal zu lesen war, dass Einfachheit, dass darin der Schlüssel liegt oder irgendwelche schönen Kalendersprüche. Aber leider stimmt es. Einfachheit ist wirklich genial. Aber dann ist wieder die Frage, wie mache ich das? Das heißt, hier im Qigong-Club versuchen wir auch ganz oft einfach diese tollen Kalendersprüche, die es gibt, Weisheitssprüche. Wie setzt man die pragmatisch im Jahr 2022 oder später oder sonst wann? Wann, wie setzt man die echt um? Dass es nicht ein wohlklingender Spruch ist, wo man denkt, ja, wohlklingt, aber nicht für mich. Oder ach, schön, und jetzt mache ich wieder das Alte. Sondern wie kann man da einen Moment still innehalten, stillhalten und einmal sagen, okay, jetzt ist dieser schöne Spruch, Einfachheit ist der Schlüssel für Gleichgewicht, Gesundheit, besseres Lebensgefühl, you name it. Wie komme ich hinein? Wie mache ich das? Es ist nun mal alles kompliziert. Schön gesagt, Einfachheit, aber mein Leben ist nun mal kompliziert. Und da gibt es von mir einen einfachen Tipp. Einfach. Ich mache es mir heute auch einfach in diesem Video. Ich muss ja mit gutem Beispiel vorangehen. Mach es dir komparativ einfacher. Diese beiden Buchstaben, ER, die sind der Schlüssel zu Einfachheit. Das heißt, wir sehen meistens, so geht es mir und vielleicht auch dir, die Dinge schwarz und weiß. Entweder kompliziert oder einfach. Diese beiden Geschichten. Aber dass es ein ganz großes Spektrum dazwischen gibt. Und dass auch wenn man es sich nicht immer einfach machen kann, man in die Richtung der Einfachheit gehen kann. Dazu nutzen wir wieder, damit das auch wieder ein bisschen mehr klarer wird, Zettel und Stift oder iPad und Pencil oder was auch immer. Das heißt, dass du einfach mal aufschreiben kannst. Ich empfehle es dir, sonst drück auch wieder auf Pause. Und dann weiter. Schau einfach mal aufzuschreiben, welche Dinge, Lebensumstände, Sachverhalte, Arbeitsschritte in deinem Leben empfindest du als kompliziert oder irgendwie chaotisch, Irrung und Wirrung, zu komplex, wo du merkst, das kostet viel Kraft und nicht, das ist eine Komplexität, die dir Spaß macht, die dich nährt und erfreut. Gibt es auch durchaus, zum Beispiel mein Musikstudio mit dem Moog-Matriarch und so semimodularen Synthesizern, das ist so kompliziert und komplex, aber das macht einfach so Spaß. Oh, es macht so Spaß für mich, mit Synthesizern zu arbeiten und elektronische Musik zu produzieren und so weiter. Das heißt, das wäre eine Ausnahme davon tatsächlich. Aber die Dinge, wo dir das wehtut, dich das stresst und du merkst, nein, das tut mir eigentlich nicht gut, dass das so komplex, so kompliziert ist, auch, oder auch Partnerschaften, Beziehungen, wenn die so kompliziert werden. Alleine dieser berühmt gewordene Beziehungsstatus, es ist kompliziert. Ja, wo wir alle schon anfangen, mit den Augen zu rollen, wenn man nur diesen Beziehungsstatus liest. Was hat das zu bedeuten? Ewiges, unklares, chaotisches, emotionales Hin und Her. Es ist kompliziert. Und das herrscht leider nicht nur in Beziehungen, sondern für viele auch auf ganz vielen anderen Ebenen. Und wenn man jetzt sagt, ich möchte das Klären einfacher gestalten, siehst du, jetzt wird das Video doch wieder lang. Ah! Ruhig, Brauner, ruhig, Brauner. So, jetzt bin ich wieder bei dir. Ich wollte es doch eigentlich nur in 2 Minuten sagen. Jetzt, na egal. Also, du schreibst dir das auf eine Liste auf, alles, was sich für dich so anfühlt. Und wenn du magst und wenn du sagst, ich habe gar keine Idee, ich bin leer und habe auch keine Kraft mehr heute, dann lass es einfach so stehen. Sich das einmal schwarz auf weiß bewusst zu machen und das zu sehen, macht schon was mit dir. Das enttarnt schon deine Wirklichkeit oder was du davon hältst, deine Vorstellung von Wirklichkeit und wie die Dinge sein müssten und müssen. Wenn das noch nicht reicht oder du hast das Gefühl, ja, ich habe jetzt noch Zeit und Lust, was kann ich damit machen mit der Liste? Dann könntest du, wenn du willst, kreativ werden und hinter jeden Aspekt einen Pfeil schreiben in Richtung, ein Richtungspfeil und dann eine kleine Idee schreiben, wie du das vereinfachen kannst. Eine kleine Idee.
Eine am besten, die dich nicht überfordert, eine, bei der du das Gefühl hast, das ist machbar, das kriege ich hin. Das hat vielleicht nicht genug Wirkung, aber egal wie minimal, wichtiger ist, dass du das Gefühl der Machbarkeit hast. Und da gibt es bei jeder Geschichte, bei jeder Thematik gibt es Spielraum, wie du etwas zumindest, auch wenn du denkst, das bringt trotzdem nichts. Es geht nur um die innere Kalibrierung, Richtung, die du einschlägst, in Richtung Einfachheit. Oft ergibt sich daraus danach dann noch mehr Vereinfachung automatisch oder dass weitere Vereinfachungen leichter fallen. Aber erstmal dieser Anfang und nicht einfach zu sagen, es erdrückt mich, es ist schwer und kompliziert, ich weiß nicht ein noch aus, sondern mit dem Machbarsten anzufangen und dann eine Eigendynamik entwickeln lassen. Oder eine Woche später zu sagen, vielleicht kann ich noch eine kleine Schippe drauflegen, noch eine Idee. Aber nicht immer in diesem Extrem, ich muss es mir ganz einfach machen oder es ist ganz kompliziert, sondern dass wir da ein langsames Gleichgewicht finden. Also nicht der Idealzustand und den müssen wir anschalten, sondern eher einen Prozess beginnen, eine Richtung einnehmen. Das heißt, den Blick ein bisschen in eine einfachere Richtung wenden. Und dann kommt mit der Zeit die Einfachheit wie von selbst. So, und jetzt setze ich den Punkt. Bis dann. Ciao.